In Brasilien, in Santo André, begrüße ich jetzt Katrin Müller-Hohenstein aus dem Quartier der deutschen Mannschaft. Kann sie Neues berichten? Bundestrainer Löw wird Lachfältchen gehabt haben um die Augen wegen des Sieges. Wie sieht es denn um die Sorgenfalten auf der Stirn im Zusammenhang mit Mats Hummels aus? Also vielleicht gehen wir die Geschichte mal chronologisch durch. Mats Hummels bekommt also einen Schlag auf den Oberschenkel im Spiel, wie er sagt. Und er war nicht in der Lage, diese Verhärtung, die sich daraufhin entwickelt hat, rauszulaufen. Deswegen wurde er ausgewechselt. Er hat aber vorher schon einmal diesen Daumen hoch in Richtung Tribüne geschickt. Und da waren wir eigentlich alle schon erleichtert, halb so wild, Vorsichtsmaßnahme, Hummels raus und wahrscheinlich wieder fit fürs nächste Spiel. Als wir dann aber gestern Abend gesehen haben, wie die Fähre hier beim deutschen Mannschaftsquartier in Campo Bahia angelegt hat. Da haben wir zunächst einmal viele Fans erlebt, die sich gefreut haben. Aber da haben wir oben auch einen Mats Hummels gesehen. Hier zunächst einmal die Bilder vom Bus. Es war 21 Uhr, das heißt 6 Stunden nach Schlusspfiff. Da kommen die Spieler raus. Alle natürlich hoch erfreut nach diesem tollen Auftaktspiel. Aber Sie werden gleich sehen, Mats Hummels humpelt von Bord. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Man sagt ja, so eine Nacht drüber schlafen kann dann schon viel zeigen. Mal sehen, wie er sich heute fühlt. Also ich gehe einfach mal davon aus, das Spiel ist am Samstag. Bis dahin wird Mats Hummels wieder fit sein. Also insgesamt ist Regeneration sicher heute angesagt. Wie sieht denn bei der deutschen Fußballmannschaft diese Regeneration aus? Im Liegestuhl liegen? Das kommt sicher auch noch heute. Es ist ein relativ ruhiger Tag. Also es gibt natürlich das klassische Auslaufen für die Spieler, die gestern gegen Portugal auf dem Platz standen. Es wird aber auch trainiert. Kurzes Training, 30 Minuten für all diejenigen, die nicht zum Einsatz gekommen sind. Danach gibt es keine Pressekonferenz. Die gibt es normalerweise hier jeden Tag. Es gibt keine Interviews mit Spielern. Aber es gibt hier natürlich in Santo André jede Menge Strand. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir den ein oder anderen Spieler da heute Nachmittag wiederfinden. Ist ein absolutes Naturparadies, Badewannen, warmes Wasser und ja, kaum Menschen hier, bis auf den Bundestrainer übrigens, den wir heute Morgen schon um 8:30 gesehen haben. Bei ziemlich ordentlichen Temperaturen ist er hier flott am Strand entlang gejoggt und hat uns allen fröhlich zugewunken. Wenn man die Mannschaft gestern auf dem Platz betrachtet hat, dann ist sie wirklich als geschlossene Mannschaft aufgetreten. Das war das Faszinierende. Setzt sich das im Quartier fort oder gibt es auch Eifersüchteleien, weil der ein oder andere nicht zum Zug gekommen ist? Nein, also ich, zunächst einmal Bundestrainer Joachim Löw spricht ja nicht mehr von seinen ersten 11, sondern von seinen ersten 14. Es ist den klimatischen Verhältnissen hier geschuldet, dass er vermutlich das Wechselkontingent immer bis zuletzt ausreizen wird. Das war ja auch gestern schon. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich nur berichten von einer unglaublich guten Stimmung, die wir erleben hier dieser Tage. Das ist offen, das ist ehrlich gemeint. Wir haben auch gestern gesehen beim Spiel nach dem Tor von Mats Hummels, als er zur Bank gelaufen ist, wie ehrlich sich seine Mitspieler, die dort saßen, mit ihm gefreut haben. Wir wissen von Schafkopfrunden, die stattfinden im Hotel hier hinter mir. Und zwar ist das mannschaftsübergreifend in der Liga. Da spielt ein Mats Hummels zusammen mit Neuer, Lahm und Müller. Also ich kann nichts anderes sagen. Es wirkt alles sehr, sehr harmonisch hier. Was mir als Frage noch eingefallen ist, sind eigentlich auch Spielerfrauen da? Da ist Ihnen eine tolle Frage eingefallen. Ja, es sind Spielerfrauen da. Die waren auch gestern teilweise beim Spiel. Es sind noch nicht alle hier. Es wohnen diese Spielerfrauen aber nicht direkt hier am Mannschaftsquartier, sondern man muss erst eine Fähre nehmen. Das ist dann schon mal eine erste Hürde, weil man teilweise sehr, sehr lange warten muss. Die geht tagsüber nur jede halbe Stunde, abends sogar nur jede Stunde. Und dann noch ein Stückchen Richtung Porto Seguro mit dem Bus fahren. Und da gibt es ein Hotel und da wohnen die. Katrin Müller-Hohenstein, recht herzlichen Dank und ab in den Schatten.